Dire Team Ban. So, herzlich willkommen zur Caesar-Spendenstunde zum CeWo 6 Turnier. Beziehungsweise Liga, wie auch immer. CeWo habe ich schon mal gehört, zumindest im Smash Brothers Kontext. Und jetzt sowieso in Dota. Und welche sonstiges zu tun habe. Casting Time in North America. Beziehungsweise, ja doch, ich glaube North America, also USA, dementsprechend halt auch jetzt hier gerade um 1.45 Uhr. Was bei drüben angenehmer 6 Uhr sind, abends. Aber egal. Muss man durch. Bin gespannt. Wheel Wreck While Whistling, die ich wohl Team W nennen würde, gegen Teamwork Makes the Dream Work, die leider verpeilt haben, ihr ein Team zu geben. Hatten es kurzzeitig mal drin, hab's aber dann wieder rausgenommen. Professionalität at its best, würde ich das jetzt mal so nennen. Nichtsdestotrotz, Draft und so weiter und so fort. Wir haben hier einige Teams. Hier nach diesem Spiel wird das Spiel Union Gaming gegen IHAC stattfinden. Und prinzipiell, heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, werden auch noch Spiele abends da sein. Prinzipiell abends, solange bis ich müde werde, beziehungsweise bin ich zu müde werde. Was man wahrscheinlich aber auch erst am nächsten Tag sehen wird, am Resultat. Solange, wie es eben ausgehalten wird, vielleicht später auch mal ein paar mehr Games, aber generell das erste Game dieser Woche geht jetzt los. Und technisch das zweite, gestern war noch was. Aber egal. Ihr merkt schon, ich stalle, denn nach einem Ogre-Bann wollen Wheel wohl gerade nicht so wirklich weitermachen. Nämlich, weil alle disconnected sind. Oh crap. Moment. What happened here? Zwei Leute sind noch drin, das sieht mir nicht so gut aus. Das sieht mir sehr, sehr stark nach einem Rebroadcast aus. Nach einem Re... ja, definitiv jetzt schon. Einen haben wir noch, gleiche Lobby. Ich warte nochmal gerade auf den Admin-Channel und dann gehen wir in die nächste Lobby wohl. Außerdem, wenn wir schon gerade dabei sind, ich bin zurzeit im Urlaub, dementsprechend habe ich hier nur eine DSL 1000 Leitung da. Was, also 1000 Upload, was die Qualität des Bildes doch etwas beeinträchtigt. YouTube hat keinerlei Auswirkungen, aber der Stream wird, wie sagt man so schön, crappy sein. Aber keine Ahnung, zum Nebenbei laufen lassen sollte er gut genug sein. Remake, Rejoin, okay. Dann Rejoin und wir versuchen es nochmal, sofort. Da müsst ihr jetzt leider durch. Im Video kann man dann ja vorspulen, ne? Also viel Sinnvolles werde ich hier, glaube ich, nicht mehr sagen. Kann ein bisschen Tumblr scrollen. Oder generell um mich hinlabern. Bis irgendwas passiert. Oh, und es passiert was. So. Und der nächste braucht doch wieder so lange zu laden. Normalerweise
ist das doch schneller. Und gut. Aber ja, hier für die Leute aus Ingame, ein Remake von letztem Mal, aber noch, ja, ein Ogerban. Aber ansonsten nichts passiert. Diesmal auch mit Team-Logo. Ja, die Wheelies, Team W auf Radiant und Teamwork auf Dire. Nachdem wir alle connected haben, können wir dann auch... What? Ja, okay, jetzt ist es richtig. Radiant Team Ban. Radiant Team Ban. So, andere Bans diesmal, aber gut. ET und Void Ban zusammen mit dem Brewmaster. Mal schauen, ob die Death Prophet immer noch im Meta drin bin. Ich liege ein bisschen zurück, würde ich sagen, ein, zwei Wochen. Hat schon ein bisschen, war ein bisschen her, muss ich das sagen. Dann kommt der Ogre-Ban wieder. Aus, wie vor dem Remake. Und wir schauen, was hier gespielt wird. Omni-Knight First Pick, okay. Ja, ich habe sehr viel vom Meta verpasst. Ja, Omni-Knight vom Kommen. Aber... bin gespannt, was sie da in Lineup, also was für ein Lineup sie da drum spielen. Ein Void und ein ET-Ban lässt schon auf ein relativ tankiges Lineup schließen. Wir sind auf jeden Fall die Leute rausholen wollen, die gegen das Repel irgendwas zu auszusetzen haben. Namentlich der Void. Aber halt auch sonst, ja. Void Chrono ist schwierig, einen Guardian Angel rauszubekommen, dementsprechend da auch gut. Mal schauen, Black Sheep haben, glaube ich, jetzt mal Black Sheep, Teamwork, hin und her. Im Draft wird das wahrscheinlich noch ein bisschen durcheinander kommen. Aber anyway, Teamwork haben jetzt die Möglichkeit, so ein bisschen darauf zu reagieren. Denn Omni-Knight hat schon so einen gewissen Spielstil. Außerdem wäre es vielleicht interessant, jemanden zu picken, der sowieso einen Diffu baut. Denn das wird auf lange Sicht leider nötig werden gegen das Lineup. Omni ist halt... leider ein Held, den man schon countern muss. Klar, durch einen Diffuser gecountert, aber hey, welcher Held. Welchem Held baust du einen Diffu? So. Generisch. Außer es ist eine alte Naga oder wie auch immer. Oder ein Ricky oder sowas. Von daher. Halt hier schon mal ein Vorteil, aber Titan Avenger Spirit. Erstmal keine komischen Faxen von Teamwork. Und Team W kommen mit dem Shadow Fiend hinterher. Somit also auch der Damage vorhanden und doch nicht so dieses komplett tankige Lineup, was ich fast schon erwartet hätte. Aber ja, Teamwork haben, tja, Teamfight, haben ein bisschen Minus Armor, könnten hier eventuell noch ein bisschen mehr machen, haben auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit für einen Rosh, was auch auf der Seite von Dire, ja, einfacher zu supporten hast, einfach weil rechts der Tower ist. Aber da werden wir halt sehen, ob da vielleicht einen Roshan kommt. Andererseits mit der Presence of the Dark Lord vom Shadow Fiend wäre hier durchaus auch ein guter Rosh drin. Viper, Bann, Medusa, Bann. Mal schauen. Medusa hätte ich hier jetzt eher mit dem Omni-Knight auch zusammen erwartet. Guardian Angel und ein freies BKB. Ist auch schon ziemlich cool. Aber gut. Mal schauen, ob der Omni-Knight nur ein Casual First Pick ist. Oder ob sie da noch quasi eine Kombo mitmachen. Und anscheinend wird schon davon ausgegangen, dass sie keine Stunts haben. Der Storm als einer der Heroes, die jetzt Rechenbeispiel am Ende sind. Okay, letzter Pick. Was haben wir? Die Gegner haben keine Stunts. Ja gut, ab dafür. Direkter Storm. Einer dieser Helden. Und anscheinend hat Team W hier schon vorausgedacht. Den PE-Ban hatte ich jetzt irgendwie auch erwartet. Das sieht man halt relativ häufig mit dem Omni-Knight. Klar, hier mehr BKB. Ist eine ziemlich starke Kombo. Safelane PE wäre hier nur möglich gewesen. Es könnten halt eben ein Support-Omni-Knight sein oder ein Offlane-Omni-Knight. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist meistens Support gespielt. Kann auch coole Duel-Lanes mit Omni machen. Aber ich glaube nicht mehr auf dem Niveau hier.
Werden wir sehen. Mal schauen, was ich hier noch für Scheiße labern kann. Irgendwas, was relevant und oder nicht relevant sein wird. Visage. Könnten wir hier eine Draw sehen? Das wäre interessant. Visage Venge ist eigentlich dafür prädestiniert. Aber ist natürlich ein bisschen greedy. Shadow Fiend nimmt die Draw wahrscheinlich auch ziemlich stark auseinander. Aus dem Omni-Knight. Kommen sie da auch ran und haben halt auch einen Guardian Angel. Sollte es schwierig sein, da durchzukommen. Denn so ein Guardian Angel macht halt den kompletten Deeps kaputt. Und dann ist es vielleicht doch nicht so toll, nur auf Physical Damage mit Draw Visage Venge zu setzen. Weiß ich nicht. Burst mit Stun und Soul Assumption ist durchaus noch drin, aber ist natürlich nichts, mit dem man arbeiten will. Und wenn die Droids kommen sollte mit einem Lion, dann sind da durchaus den Finger für die Draw parat. Somit Physical Damage haben sie, Magical Damage haben sie, guten passiven Support haben sie auch. Halt, ja gut, Lion bringt halt immerhin zwei Control Spells, die würde ich jetzt mal sagen, will heftigst nötig haben, aber da kommt die Draw. Tobi ist glücklich, oder glaube ich was anderes castet. Aber ja, Draw Visage Venge, die Triple Combo ist da und klar, wir sind hier in North America, Cloud9 hat einen großen Einfluss, würde ich ihm auch mal sagen, und auch EG ist da ähnlich. Mal schauen, ob hier Teamwork den großen, ja, den großen Vorbilder nacheifern können. Wenn man hier so ein EG-Icon hat, dann ist es auch klar. Space Drafted zwar nicht, aber vielleicht hatte da ein. Please, please, please. Gift Draw. Und da ist sie. Tja, Wraith King. Also, Wheel Wreck While Whistling. Das ist so ein ziemliches. Ja, Terror Drain. Wenn er einmal ins Rollen kommt, ist es nicht aufzuhalten. Andererseits halt, ich sehe die Möglichkeit nicht so ganz bei Teamwork. Klar, die Draw kann fett werden. Das Problem ist halt nur, ob sie die Draw am Leben halten können. Wir haben wunderbare Mittel dafür. Allerdings, weiß ich nicht, vielleicht ist das Lineup einfach von den Wheels doch so anders einfach. Dass es schon halt ganz gut funktionieren könnte. Aber halt generell im Carry Wraith King gegen den Draw ist halt schon ziemlich gut. Lion ist prädestiniert dafür, der Draw den Finger ins Gesicht zu hauen. Und ja, Shadow Fiend ist da ähnlich dazu. Bin auch gespannt halt, ob Team W hier noch einen Offlaner pickt oder ob sie den halt offline schicken. Außerdem halt Wraith King könnte hier Support gespielt werden. Einfach Blink of Draw, was aber vielleicht zu spät kommen könnte. Das ist ja die Sache. Sie brauchen eigentlich irgendwas, was auf die Draw springen kann. Vor oder nachdem Wraith King down ist. Zum ersten Mal. Bin gespannt, ob sie da noch was picken. Oder ob sie hoffen, dass einfach ein Repelter Shadow Fiend oder Wraith King hier nah genug drankommt. Von so. Und selbst dann haben halt Ravage, sie haben Swap. Um dagegen durchaus noch was gegenzuwerfen. Klar, Teamwork hat hier das ausgewogenere und quasi das normalere Lineup. Aber was sich Wilder ausgedacht haben, ist schon ziemlich cool. Und als Razor ein schöner, stabiler Abschluss. Und quasi so einer der normalsten Heroes, den sie da noch hätten picken können. Außerdem gegen Shadow Fiend gar nicht mal so schlecht. Hat auch in der Mitte. Kommt in der Mitte klar. Und auch Shadow Fiend ist da eigentlich gar nicht so unglücklich damit. Einfach weil er mit den Raises doch auch noch nach einem Link relativ gut last hitten kann, wenn er denn muss. Das soll dazu gesagt sein. Der letzte Pick von Wheel wird eine Reserve Time sein. Denn noch eine Minute haben sie ja und das nutzen sie natürlich auch aus. Mehr oder weniger.
Oh, ein Beastmaster als letzten Pick. Ja. Throw all over again. Schön zum Scouten. Weil der Hawk jetzt hier vielleicht gar nicht mehr so wichtig wird. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Na gut, dann müssen wir noch picken. Und dann schauen wir uns mal die Lanes an, die aber ja voraussagbar eigentlich sein sollten mit dem Beastmaster-Pick auf der Offlane. Ist das eine klare Sache eigentlich. Somit haben wir auf der Seite von den Wheelies Lincolns Repeater in der Mitte auf dem Shadow Fiend. Einmal Sheepsacks, Beastmaster auf der Toplane, DubDub und Root Gaming. Gehen hier auf die Bottomlane zusammen mit Fan of Soyeon. Your Ted's not here. Ja. Kommt ein bisschen Trash Talk von den Teams. Whatever. Aber ja, Root Gaming hier auf dem Wraith King als Carry. Supported von den anderen. Der Ward steht schon ein bisschen an anderen Positionen, aber nichtsdestotrotz ähnlich wie hier. Kommen. Omni-Knight hatte erstmal keine Indikation, dass hier gewartet wird. Mal schauen, ob ich den Ward trotzdem setze. Aber nichtsdestotrotz, auf der Seite von Teamwork haben wir I Annihilate in der Mitte auf dem Razor. Space auf dem Titan auf der Offlane. Monkeys Forever versucht hier mit der Draw zu überleben gegen dieses doch etwas scary Lineup. Ja, Safe Lane zusammen mit The Big Bad Bird und Bloody Nine auf der Vengeful Spirit und der Visage. Und damit geht's los. Bisschen Horn-Action. Macht immer noch Spaß. Außerdem Raises First. Auch interessant zu sehen. Immerhin kein Presence of the Dark Lord. Was da doch schon durchaus zu einigen Disconnects dieses Jahr geführt hatte. Und zu einigen Lost Games. Aber da war das in der Mitte. Eigentlich nicht. Glaub Fnatic. Aber gut, Lion findet Invis-Rune. Das ist tatsächlich relativ gut für ihn. Noch dann erste Camp mal blocken. Beziehungsweise hier. Ja gut, den Ward will er dafür nicht spenden. Aber kann immerhin den ersten verhindern, falls Titan, der gesagt hätte, die Lane ist zu tödlich, dann versuche ich das gar nicht. Aber er hat auch erstmal die defensive Ward. Erstmal gesteckt von den Wheelies. Beastmaster auf der Toplane mit den Axes hat ja einen Creep bekommen. Natürlich von der Vengeful Spirit erstmal ein bisschen geharrist, die auch noch keinen Punkt geskillt hat. Mal schauen, ob sie halt die Wave braucht oder nicht. Titaner wird hier ein bisschen surrounded. Mal schauen, ob Lion hier rankommt, ob sie da was machen können. Klar, Purification hat einiges an Damage und mit dem Wraith Kings dann sollten sie doch rankommen. Gehen jetzt rein, schauen mal, ob sie da was bekommen. Boots first und mal schauen, wie seine Juking-Skills sind. Sollte versuchen, nicht da ranzukommen, aber jetzt ist er dran. Purification kommt. Damage, hat er es getroffen? Sieht nicht so danach aus. Von daher ist Tidehunter auf und davon. Und kann hier sogar noch ein bisschen dem Line, ein bisschen Regen abziehen. Mit Boots first kann er hier sehr, sehr lange chasen. Und ja, Hex hat einige Abklingzeit. Da passiert erstmal nichts. Und Lion ist prinzipiell jetzt sogar out of regen. Wraith King, zwei Tangos. Und auch Omni, zwei Tangos, keine Salven. Das ist, würde ich mal meinen, relativ wenig Regen gegen den Titan, der letzten Level 3 ist nach 2 Minuten. Ei. Nicht schlecht, 5 Last Hits. Er übernimmt hier richtig stark die Lane. 9 Last Hits, alter Schwede. Mehr Last Hits als der Shadow Fiend. In der Midlane. Das eigentlich auch sehr stark von Razor hier dominiert wird. Beastmaster hat sich die Rune wohl gesnackt, beziehungsweise. Ja, doch hat sie sich gesnackt. Kommt hier nicht so wirklich dran. Haben immerhin das große Big Camp hier geblockt. Dass da erstmal keine so großen Pulls passieren können. Versucht ein bisschen Damage zu machen, aber.
Boots First sind da, trotzdem kann er die Venge natürlich nicht so weit herrissen. Titaner findet hier eine Haste-Rune und kann natürlich dann sehr aggressiv sein. Hex bringt gegen ein gehastetes Fisch natürlich nichts. Doch hier sicher. Und Visage sieht, dass oben nichts viel los ist, von daher kann sie stacken, was halt relativ gut läuft. Razor hat hier einiges in Damage gestohlen und kann Lincolns Repeater komplett raushalten. Die Last Hits zeigen schon, Teamwork scheint sich auszuzahlen. Beziehungsweise in dem Fall brauchen sie gerade kein Teamwork, um so weit vorauszukommen. Besonders der Tidehunter ist sehr stark in your face für den Supports. Kriegt einige Last Hits und richtig viel Erfahrung. Hingegen Beastmaster da weit zurück ist mit Erfahrung, aber halt auch sonst spätestens jetzt mit den Frost Arrows Genie Drone nichts zu sagen hat. Dementsprechend beide Supports pullen hier, Bloody Nine macht, versucht den Doppelpull. Sollte vielleicht auch funktionieren. Obwohl man immer sehr nah dran muss. Aber ne. Er hat sich noch einmal hier umgedreht. Und dann war es das nicht. Omni Knight mit Boots gegen Dejin und Dejin Aura gegen Tidehunter mit Boots. Kann der Tidehunter doch nicht so nah dran bleiben. Aber Anchors möchte es auf lange Sicht tun, auch weh. Jetzt ist die Region weg. Soweit, dass Wraith King sogar schon seine Aura auspacken muss. Ja, einfach Full HP zu bleiben. Es scheint ein Midas zu werden. Kann durchaus. Ja, sollte durchaus hier sinnvoll sein. Blink First könnten sie machen, dafür läuft aber die Beastmaster dann nicht gut genug und auch Shadow Fiend. Ja, sind sie nicht weit genug vorne, um das zu machen. Wäre ein bisschen zu greedy. Und im Endeffekt haben sie dann nicht. Erstes Mal kommt raus von Teamwork. Hier wahrscheinlich sich in der Mitte vergehen wollen. Mal schauen, wie das so funktioniert. Aber Venture Spirit wurde hier gescoutet. Er scheint hier erstmal nicht zu sein. Wobei sie trotzdem mit dem Grave Chill immer noch was machen können. Versuchen hier zu gehen, aber nein. Nichts möglich, Zeit verschwendet, aber der Punkt ist, Teamwork können das machen. Denn die Lane funktioniert halt auch ohne, wie man ganz gut hier in der Draw sieht. Die ist jetzt Level 6 geworden und teilt einiges an Damage aus. Power Jets fertig. Attack Speed ist gar nicht mal so schlecht und 140 Damage ist nicht zu vernachlässigen. Venge for Spirit kommt hier rein, aber Support ist nicht ganz da. Razor zu weit hinten und die Griff kam rein. Kein Gong macht es auch besser so. 6 Minuten und noch kein First Blood. Kleiner Stack hier für den Tidehunter, kein Stack für den Beastmaster. Man sieht darauf geachtet, dass der Ward eben nicht hier hingesetzt wird, sondern hier, um noch das Camp zu blocken. Und die Rune gesnackt von Venge. Und die Bottom Lane hat der Shadow Fiend doch bekommen. Somit hier keine Runendominanz oder sowas zu sehen. Das sollte ein Midas sein. Da kommt ein Midas angeflogen. Ein paar Link Charges. Und Linke zum Peter sollte vielleicht aufpassen. Whoops! Und First Blood. Hat er so richtig stark overextended. Ich weiß nicht, was er da wollte. Mit dem Link Level 4 hat er da natürlich keine Chance, irgendwie stehen zu bleiben. Denn der zieht ihm komplett alles ab. Level 8 nach 6 Minuten. Das zeigt doch, wie stark Razor doch hier die Lane dominiert. Und der Solo-Kill hat ihm einiges gebracht, natürlich. 4-4-0-Bild geht er hier. Na gut, aber ja, würde ich mal sagen, Linkets Repeater hat hier einen Fehler gemacht. Einfach Stay and Fight funktioniert dagegen nicht so wirklich. Titaner wird hier ein bisschen harassed. Stun kommt noch raus. Mal schauen, ob sie hier mehr bekommen. Aber ich würde mal sagen, das ist nicht drin. Purification ist jetzt da, aber Control vom Line ist da nicht drin. Beastmaster muss zurück auf die Lane. Dementsprechend ist der Tower oben an Draw Ranger gegangen. Die jetzt mit 1-3 demnächst auf dem Weg in ihr Yasha ist. Wenn ich das so richtig ausdenken könnte. 7 Minuten Midas gegen doch noch Helm of the Dominator.
Finde ich auch sinnvoll. Können sie vielleicht ein bisschen mehr stacken, was auch dem Titan ein bisschen was bringt, der den Stack noch nicht abgeräumt hat. Speed Reactions kommen rein, vielleicht wollen sie was goen. Was kommt rein. Reconnection ist aber geskillt, von daher kann man das vielleicht auf Cooldown bringen, aber es scheint, als ob es nicht ganz reicht. Ravage wird benutzt, um ihn down zu bekommen und immerhin kriegen sie den Lion wahrscheinlich noch. Eine Solar Disruption, es reicht nicht ganz. Lion kommt hier weg, aber was viel wichtiger ist, ist, dass hier tatsächlich Wraith King down geht. Das ist das, was sie wollten. Das Problem ist nur, jetzt ist Shadowfiend da. Und Triple Kill für Lincoln's Repeater, der spätestens jetzt wieder zurück im Spiel ist. 46 Damage gestohlen, das reicht auch ein Razor nicht, der jetzt auch noch reinfeedet. Richtig stark overextended hier. Ultra Kill für den Shadowfiend. Und hey, also so kommt man auch zurück ins Spiel. So kommt man auch zurück ins Spiel. 4:3. Nun für Teamwork. Die wahrscheinlich ein ganz großes Danke sagen an diesen Fight. Klar, sie haben Ravage benutzt, haben den Wraith King bekommen. Im Prinzip auch den Lion, aber die Trades waren es dann im Endeffekt nicht wert, die Midlaner dann noch ins Spiel zu werfen. Shadowfiend. Zur richtigen Zeit im richtigen Ort. Hat ja einiges abgestaubt. Ups. Wo gucke ich hin? Ja. Tja, Draw ist dann halt jetzt noch diejenige, die noch nicht gefeedet hat. Mask of Madness tatsächlich. Klar, ist im Prinzip gut zum Farmen, ähnlich wie das Midas. Nur bringt bei der Draw natürlich noch viel mehr. Hier sowieso als Glaskanone da alles oder nichts ist. Was mich halt nur dann wahrscheinlich interessieren wird, ist, ob sie hier auf einen... Ups, da wird eine Visage down gehen. Soul Deception gerade noch rausgekommen. Aber die 30 Damage macht es dann auch nicht mehr. Naja, bei Draw wird es halt interessant, ob sie jetzt für ersten Yasha geht oder vielleicht doch auch schon auf den Blinkdagger. Weil der Blinkdagger wird wahrscheinlich mindestens helfen, nicht zu sterben. Um da nicht von einem Rorts gecatcht zu werden. Beastmaster sollte wahrscheinlich jetzt bald auf einen Blinkdagger sparen. Ist aber auch noch weit zurück. Wir sind auch erst bei Minute 10 und so. Ja, so weit hinten. Wie der Beastmaster auf der Lane war. Ist es natürlich erstmal noch nicht so drin. Ja. Bisschen Lag im Stream ist vorhanden. Von daher wird wahrscheinlich. Stelle ich gleich für die Bitrate ein bisschen runter. Es sagt mir rot, na gut. So, jetzt Teamwork. Bereitet sich darauf vor, nein, nicht Teamwork, Wheelies bereiten sich darauf vor, den ersten Smoke zu benutzen und in der Mitte vielleicht den Razor zu gehen, aber es reicht nicht ganz. Klar, Raw ist draußen. Finger! Okay, ich habe doch den Line unterschätzt, der mit Level 6 natürlich den Finger gut einsetzen kann. Vanish for Spirit ist da vielleicht ein bisschen zu weit vorne. Und spätestens jetzt mit der Degen Aura kommt sie da nicht mehr weg. Shadowfiend holt sich den Kill, aber jetzt ist die Ravage da. Und wunderschöner hier, da noch gerade so rauszukommen und... Oh man, das Requiem zerfetzt den Titan da komplett. Ja, Shadowfiend, oh Gott, kann hier hochbotteln. Draw kriegt hier noch einen Hit raus, aber kein Mana für den Omni-Knight und keine Chance wegzukommen. Versucht hier zu spielen und ich glaube, die Jukes sind hier komplett... Oh, wunderschöner Juke hier. Omni-Knight wird hier wahrscheinlich abgeschnitten. Wer tippt da rein? Razor. Ich weiß nicht, ob es das was bringt. Denn genau, da kommt es dann. Und dann sollte Omni-Knight erstmal okay sein. Aber Wraith King wird mit diesem... Ja, wunderschönen... Barmherzigen Akt der Gnade gegenüber dem Support. Aber mit seinem Leben bezahlen. Hilf niemals einem Teammate. Erste Regel vom Dotto. Ja, hat nicht so gut geklappt. Und jetzt holen Teamwork... Wahrscheinlich wohl ihren ersten Tower, obwohl Ravage down ist. Aber ja, Wheelies haben da nicht so viel dem entgegenzusetzen, nachdem sie doch in der Mitte erstmal alles reingeworfen haben. 8:4, trotzdem der erste Tower geht. Ja, für Teamwork, die mit der Draw doch wesentlich mehr Damage gegen Tower haben, als doch der Shadowfiend auf den Tisch bringt. Aber.
Haskell-Madness und so. 1900 Gold, das könnte durchaus ein Blink werden. Yasha-Items wären wahrscheinlich jetzt schon teilweise gekauft worden. Aber schauen wir mal, bei 1250 gekauft wird oder bis 1600 gewartet wird. Auch Beastmaster farmt hier wahrscheinlich ein bisschen hat. 1300 Gold. Also gut auf dem Weg zum Blinkdagger und whoops, jetzt wird hier der Razor gefunden. Die Frage ist, ob der Damage reicht und es sieht nicht so aus. Mit Finger auf Cooldown. Ah, und das Plasmafeld. Too strong. Ulti in Line noch down. Razor kommt hier einfach davon. Obwohl er hier war. Kriegt zwei Rotations. Lincoln und Soyeron rotieren in die Mitte. Und jetzt ist es wieder Teamwork, die sich da noch dem. Doch, ja, zwei Fights, die nicht so gut für sie laufen. Jetzt müssen sie zurückspielen, einfach weil sie eben die Map-Control haben. Und die Willys sehr stark reagieren lassen, die sich jetzt auch dafür entscheiden, okay, wenn wir reagieren, dann gehen wir das mal an. Five Men oder Five Heroes mit. Und wollen hier den Tower haben. Prepared sind sie, aber Smoke in die Mitte und einfach einen Rohrschneider dafür sneaken, ist natürlich auch eine super Möglichkeit, da das zu punishen, aber der Tower ist jetzt down. Willys könnten gucken kommen, aber reingesmoked. Vollkommen überraschend. Und mit der Blink Dagger von der Drow kann sie natürlich auch einfach hier rausjumpen. Tja, und wieder stehen hier halt Willys hier rum. Wissen nicht so ganz anzufangen. Und Teamwork ist halt schon weiter. Rotieren weiter. Wards am Pit haben sie nicht. Aber es ist natürlich hier eine ziemlich coole Ward, ja, einiges an Vision bietet. Wobei die Hawks natürlich immer bessere Vision geben. Aber durchaus aufpassen müssen, dass sie nicht von Familias hier gefunden werden. Na gut, wir schauen uns mal die Grafen an. Haben wir einen Network, der sehr even ist. Klar, Teamwork war am Anfang vorne, haben wesentlich mehr aus den Lanes rausgeholt, aber Willys haben zwei Teamfights genommen, die doch wesentlich besser dort waren. XP ist wegen dem Rorschan doch sehr stark nach unten jetzt rotiert. Es war schon wichtig hier für Teamwork, den Rorschan das zu sneaken und eben nicht zu fighten, sondern den Vorteil weiter auszubauen, besonders auf der Drow. Wenn die ihr Positioning nicht verkackt, dann weiß ich nicht, wie sie da hinkommen können. Und jetzt mit dem Omni Knight, der vollkommen out of position ist und wunderschöner Gast, der hier das Schicksal des Omni Knights besiegelt. Und wieder sieht man, Willys sind in der Defensive, wollen da nicht reinfighten, wollen aber auch irgendwie nicht, ja, versuchen den Fight zu nehmen. Das ist was anderes. Warten wohl noch auf Items, Blinkdagger auf Beastmaster ist vorhanden. Wäre eine Möglichkeit, aber generell, was soll Willys halt in der Situation tun? Ein Tidehunter, der auch seinen Blink hat und einfach auf die Continuation warten wird. Und dann, ja, dann haben wir den Drow, der da rumsteht und wahrscheinlich für die knapp 2 Sekunden Stun-Time von der Ravage dann wieder blinken kann, Repositioning und den Kill holen. Ah, Repositioning, schöner Gast auf 2, aber es reicht nicht, dementsprechend Blink weg. Langsam die Animations vom Blink sind doch mit dem Ping ein bisschen stark. Wir könnten hier mal kurz gucken, wie der Ping ist. Uiuiui, 800, ja. Ich ändere da gleich mal was. Oh ja, last is the nice. Networth Tab können wir mal langsam aufmachen. Shadowfiend ist halt noch vorne. Klar ist auch noch nicht so oft gestorben, aus dem 6-1. Weiter vor, BKB ist auch schon da. Tja, Drow versus Shadowfiend, prinzipiell im Networth. Wobei Razor da auch sehr nah dran ist. Hat auch den nötigen Burst Damage. Und natürlich auch Sustain. Denn als Mech Carrier. Ist nicht ein Mech Carrier. Na gut. Kein Mech auf der Seite von Teamwork. Aber mal schauen, wollen hier im Dschungel was finden? Finden wir nur einen Omni Knight. Aber mit der Ward ist das natürlich eine einfache Sache. Relativ eindeutig, dass sie da eine Ward haben. Blink Dagger Wraith King ist natürlich okay. Und ich glaube, das wird ein relativ einfacher Bottom.
Oh, der Kurier war übel. Dyer wurde gecatcht, wo auch immer. War wichtig, denn das war das BKB, was ja dem Razer nicht zum Razer kommt. Beziehungsweise natürlich ist es im Stash. Es wird noch nichts verloren, aber egal. Ravage wird benutzt und Shadow Fiend wird out of position genommen. Zu greedy, kein BKB-TP, weil er noch seine 10 Sekunden hat. Würde es nicht benutzen, aber too much greed. Und damit bezahlt er mit seinem Leben. Und das war eine unstoppable streak, die Razer bekommen hat. Und das ist richtig übel. BKB ist jetzt fertig. Tja. Wraith King kriegt hier die Vengeful Spirit. Oh, was ein Juke. Und blinkt tatsächlich nicht in Sicherheit, sondern einfach nur vorwärts. Das war wohl nicht gewollt. Haut noch ein bisschen Damage raus. Wahrscheinlich war es vielleicht doch gewollt. Einfach nur wegen der Aegis, die ich jetzt auch wieder ein bisschen vergessen hatte. Suchen hier unbedingt. Das war knapp. Und Razer versucht sein Bestes. Ich bin nicht ganz sicher, ob das die Pinks waren, die hier sich angezeigt haben mit dem Plasmafeld oder nicht. Aber Razer hat natürlich den Damage und das sollten sie jetzt nicht überschätzen, denn Razer haut den Damage jetzt hier rein. Mit dem Plasmafeld reicht nicht ganz, um Beastmaster zu killen. Ulti kommt raus, trifft nichts und jetzt ist die Draw auf einmal getroffen. Das könnte wunderschön für Wheelies werden, die jetzt mit der Draw einen richtig wichtigen Kill haben. Und die müssen sich direkt zurückziehen. Haben lange gekämpft. Aber Joe hat ganz kurz Positioning Mistake gemacht. War zu nah dran. 11 zu 9. Bin nicht ganz sicher, ob da ein Vorteil entstanden ist. Beide Teams haben ein paar Kills bekommen. Beide Teams haben wichtige Kills bekommen. Joe war ein sehr wichtiger Kill. Weiterform. Das ist natürlich das, was übrig bleibt hier. Weiterfarmen, weiterfarmen, weiterfarmen. Ja, Wheelies haben hier ein bisschen was bekommen dadurch, durch den Kill. Wir werden jetzt versuchen, wieder Even zu bekommen, aber auch generell 20 Minuten 2K Vorteil ist natürlich nichts. Auch Wraith King. Wenn es nach dem Blinkdagger kann er jetzt hier erstmal sinnvolle Items holen. Hatte bisher noch nicht so viel Impact. Aber mit den ersten Items, was, weiß nicht, Armlet könnte es sein. Es könnte direkt ein AC sein. Sowas in der Hinsicht. Mal schauen, was er sich entscheidet. Aber ja, Netwith sieht man halt auch schon hier. Das ist eben der wichtige Pickoff gewesen. Wenn die Drawdown nicht gestorben wäre, sähe das mit dem Netwith schon anders aus. So hat natürlich Razer die Draw überholt. Natürlich, als Razer natürlich auch ein bisschen schwieriger zu sterben ist. Weil 7-2 gegen 1-1. Na gut. Technically belebt die Draw trotzdem mehr. Tja, farm, farm, farm. Uiuiui. Ah, 2 Uhr. Naja. Space hat den Forstuff jetzt. Wird wahrscheinlich, also wird danach auf den Refresher gehen. Ist ganz gut dabei. Visage mit dem Medallion geht auf Axe und ist schon relativ weit. 1500 Gold noch bis zum Axe. Mit 3 Familias machen die doch einiges an Damage. Muss besonders ein Lion. Ja, Lion und vielleicht auch ein Shadow Fiend dann aufpassen. Dass sich da vielleicht nicht alleine mit denen anlegt. Razer. 400 Gold bis zum Agas. Können sie auch mal einfacher Tower pushen, wobei nur noch zwei Vordertower noch vorhanden sind. Draw hat jetzt die Asche. Wird dann in 500 Gold ungefähr. Ja, ungefähr genau. Das Mantis-Style fertig haben. Es ist zwar hier nicht ganz so
ganz so wichtig wie in anderen Games. Es gibt keinen Silence, den sie da brechen muss. Aber halt für einen einfachen Damage-Output ist natürlich schon einiges, was da drauf kommt. Und zuletzt Venture Spirit, die aber neben der Urne auch keine Items hat. Aber das heißt, Mobilis nach dem BKB auf dem Shadow Fiend. Dachte, dass er mehr Geld hat. Ja, da ist nämlich ein Eagle Song. Also Butterfly für ihn natürlich mit der Draw. Das ist einiges an Damage, was er da mitigieren kann. Omni Knight Force Staff. Ja, immerhin. Muss man halt aus Auskommen. Support Omni Knight ist doch meistens relativ arm. Beastmaster geht es auf Necro. Hier nichts Besonderes erstmal. Und ja, zu guter Letzt Lion, der auf den Blinkdigger spart. Und je nachdem, wie der nächste Fight läuft, dann bekommen kein anderer Reset. Sind noch zwei Outer T1 Tower da, die da auch ja, sehr viel bringen können, um ihn da weiterzubringen. Auf dem Weg im Blinkdagger, was bei so Position ja, 4 Supports natürlich immer so eine Sache ist, da hinzukommen. Hauptsächlich nicht feeden. 4000 Gold, es scheint ein AC zu werden. Oder ein Divine. Nein. Würde ich jetzt mal sagen, ein AC. Mal schauen, worauf er wartet wahrscheinlich. Dass es Chicken frei wird oder... Keine Ahnung, Eile hat er natürlich nicht. Oh, Draw. Schauen wir, ob sie Geduld hat. Scheiße, jo. Schöne Geduld. Und einfach Draw machen. Draw. Und damit Roshan nehmen. Einiges dann sinnvoller, wenn man hier die Aegis auf der Draw hat. Eines der besten Items für Draw, würde ich jetzt mal sagen. Jedoch ein einziger Fehler, man stirbt direkt. Und musste aber doch hier rausgehen. Warum auch immer. Keine Wards tatsächlich hier zu sehen. Ich glaube, sie hoffen einfach, dass irgendjemand reinkommt, aber es kommt niemand. Dementsprechend jumpt hier Draw rein. Und guck mal, jetzt committen sie. Gehen so rein, aber natürlich nötig ist es nicht ganz. Wheelies haben davon nichts mitbekommen. Farmen weiter, was im Endeffekt natürlich auch gut ist. Farmvorteil. Ist halt für kurze Zeit wieder zu ihnen hochgekommen, aber mit dem Roshan. Das bisschen hier war es nicht wert. Finden hier einen Beastmaster, aber ein bisschen zu weit weg, besonders mit dem Blink hier. XP wird langsam relevant. Jetzt 4k vorne. Nicht so ganz, aber na, den Bohr kriegt er nicht. Wobei Soul Damage hätte vielleicht sogar ausgereicht. Ne, Magical Resistance. Knapp. Knapp. Tja, High Ground. High Ground scheint es so zu sein. Perfektes Timing. Familias kommen raus, können hier den Damage entladen. Boah, ist das ein Damage. Die Aura ist aktiviert. Nicht gewesen. Oh, das war ohne Aura. Ach du großer Gott. Einiges an Damage auf den Tower. Ah, Familias. Ah, einer geht down hier. Immerhin für Wheelies. Aber next kommt es und committed wurde noch nicht. Alle Ultis sind da, bis auf Razor. Und ja, Wraith King geht hier rein. Erster Damage und ah, wunderschöner Dodge hier vom Shadow Fiend, der hier rauskommt. Ein richtig geiles Requiem holt und was auch immer das für ein Bug bei der Draw war, die jetzt rausblicken muss und es auch noch schafft. Nach oben allerdings, wo das Team nicht ist, versucht hier mit der Master of Madness wegzukommen. Ein wunderschöner Gast. Ach ja, jetzt ist auch der Slow hier drin. Nopes! Nopes! Da müssen die Äxte her. Und Draw entkommt tatsächlich. Das, ich würde mal sagen, das ist Timely BKB vom Shadow Fiend, jedoch einen kompletten Teamfight von Willi gerettet hat. Und was haben sie geturnt? Titan ist komplett in die Luft geflogen hier. Und für Teamwork ist es wieder zurück auf Stage 1 und zurückfighten. Im Endeffekt haben sie da zu früh gemacht, hätten vielleicht auf das Razor Ult warten sollen. Was natürlich eine Minute dauert, ist natürlich auch blöd. Aber jetzt ist Beastmaster wohl down. Oh ja. Easy Kill. Auch ohne Manta, ohne alles.
Natürlich nötig. Visage hat bald wieder Familias. Rotations kommen hier rein. Shadowfiend ist da. Muss eventuell bald BKB-TP machen. Versuchen jetzt hier noch die Visage zu holen. Aber Drow ist hier. Und Drow könnte jetzt den Damage halten, aber TP ist da von Shadowfiend. Der auch ohne BKB da rauskommt. Und auch Lion. Mal wieder in die Bäume geblinkt, diesmal aber richtig. Schöner Disengage. Haben prinzipiell die Visage geholt und TPs geforst. Und ich glaube den Tower. Der Structures, ja, Shadowfiend hat sogar noch den Tower bekommen. Also richtig ein großer Gewinn für Wheelies hier. Die auch den Shadowfiend jetzt an Position 1 geholt haben. Wraith King kann nicht ganz mehr mit der Draw mithalten. Aber hat sich jetzt im Insider C gegönnt. Und wenn er dann irgendwann mal beim Fight dabei ist, wie weißt du sie jetzt mit einem Smoke, könnte das durchaus sinnvoll werden. Muss hier gucken, ob er irgendwas findet. Finden jetzt hier leider keine Camps. Aber da unten ist was für ein Midas. Junk. Ups, finden hier. Oh nein, finden hier die Draw. Das ist eine tote Draw. Und das ist ein gut benutzter Smoke. 70 Sekunden auf der Seite für Drow und ein, ja, prinzipiell eine Minute, die sie nicht farmen kann, was Wheelies hier benutzen können, um weiter vorzukommen. Wraith King muss sie liefern. Und auch Shadowfiend kann natürlich das, die Zeit nutzen. Das ist ja das Problem ohne Vision von Teamwork, die sich halt gerade auf die Bottom, auf die untere Hälfte der Karte verlagert, ist es halt natürlich so eine Sache, weil wenn sie jetzt im eigenen, einem Dschungel natürlich nicht safe sind und halt damit gerechnet hatten, dass sie jetzt im Bottom Tower weiter siegen, was nicht passiert ist, ist natürlich doof mit der Vision. Finden hier einen Strangler, Beastmaster Volt sollte hier nicht sein. Mit dem Ward war das dann doch eine wichtige Information, die zum Kill geführt hat. Tja. Grafen sind komplett even. Von daher ist es vom Positioning, vom Shadowfiend und von der Drawpank, wie der Fight hier läuft. Beziehungsweise Shadowfiend hauptsächlich auf seinem BKB-Timing. Das zumindest bei dem einen Fight on time war. Beim anderen Mal, weiß ich nicht, 10 Sekunden BKB vielleicht sogar sinnvoller war, dass es nicht eingesetzt hat an einer Stelle, wo er gestorben ist. Andererseits Unstoppable Streak. Vielleicht auch nicht so sinnvoll. Refresher ist auf dem Weg. 1800 Gold noch. Das ist so ein weiterer Punkt. Wenn Wheelies hier einmal gecatcht werden, glaube ich, wird der Titan dann im Refresher sie nicht mehr loslassen. Und Shadowfiends BKB-Timing wird umso wichtiger. Next Item, mal schauen, ob er hier auch auf den Manta geht. Oder ob es vielleicht Crit wird. Denn Damage ist gut. Mehr Damage ist besser. Noch mehr Damage ist noch besser. Und so weiter und so fort. Ein paar blinde Raises. Aber gut. Mal schauen, wollen jetzt hier unbedingt den T1 auf der unteren Lane haben. Kann ich verstehen, der stört irgendwie im Landschaftsbild. Bisschen zum Deffen sind hier Teamwork bereit, aber mit einer Double Damage Shadowfiend, glaube ich, wollen sie da eigentlich nicht rein. Ja, und Shadowfiend holt sich da doch relativ einfach den Tower mit dem Hawk hier. Ist es relativ einfach da reinzugehen, besonders wenn man so einen lecker Razor findet, der komplett overextended hat. Und hier dann doch vielleicht die Blinks ein bisschen unterschätzt hat. Ohne Roar, aber mit Finger of Death. Es ist natürlich gar nicht mal so schwer, hier den Kill zu holen. Und auf einmal sind zwei Tower auf der Bottomlane weg. Und jetzt ist auf einmal die Mission Wheelies. Team 4W, die auf, ja, an der Tür von Teamwork klopfen. Und da rein wollen. Orc ist da, gibt richtig wichtige Vision. Ups, ja, Split Push von Visage is real. Haben den T2 getradet, prinzipiell um hier zu siegen, aber guckt hier den Damage an. Das ist natürlich auch einiges. Mal schauen, ob sie hier rein wollen. Aber mit dem Repel, das ist natürlich komplettes BKB. Man kann hier einfach stehen.
Nächste Greave kommt sofort. Prinzipiell sind das halt noch 2 Sekunden ohne BKB. Wo sie halt auch einfach durchrennen können. Ziehen sich jetzt hier ein bisschen zurück, Roshan. Schauen wir mal, wann er wiederkommt. Wraith King auch mit dem Basher jetzt hier. Gar nicht mal so schlecht. Und 2 Minuten. Wird ein langer Rosh. Man sieht es in die Animation ein bisschen zurück. Lex, 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 Lex. Tja, Teamwork müssen, glaube ich, was machen. Denn wie man sieht, Shadowfiend vorne mit einem Repel drauf. Können sie prinzipiell eigentlich gar nichts gegen tun. Und auch die Grafen sehen wieder, okay, even aus, ja. Aber, ja, es ist von den Grafen her komplett even, aber generell Shadowfiend ist gerade ein bisschen tödlicher. Würde ich mal so sagen, besonders weil die Drone noch kein MKB hat. Und damit auch kaum Damage gegen den Shadowfiend macht, der mit dem BKB. Prinzipiell, was sollen sie tun? Was sollen sie tun? Smoken sollten sie tun. Da ist eine Smog im Inventar. Aber noch passiert nichts. Sie wollen unbedingt Roshan haben. Vielleicht hoffen sie, dass Radiant hier reinspringt. Das Problem ist halt immer, der Hawk wird halt immer vorhanden sein. So wird es hier gesehen. Sehen sie durch den Hawk, oder? Ja, sie haben keine Vision. Sie haben Detection, aber keine Vision. Somit wird es halt auch schwierig, den Hawk zu finden. Klar, eine Wave of Terror hat man, aber die muss halt auch den Roshan finden. Das heißt, halt irgendwie so oder so. Da könnte eventuell der Hawk nicht drin sein. Und wenn der Hawk da steht, dann wird das wohl nichts mit einer Trap. Refresher ist jetzt da. Und das wird gesmoked, ja. Refresher ist da, Timing wird benutzt, um hier mal schauen, mit dem Smoke was zu finden. Allerdings, Wheelies sind genauso defensiv, haben hier eine riesige Vision, sehen, okay, nichts ist hier, Roshan ist immer noch nicht da. Tja, Teamwork müssen jetzt in den Jungle. Und weiß nicht, ob sie da vielleicht ein bisschen wegsenden. Wheelies stehen verdammt gut, um was zu finden. Schöner Swap. Finden hier einen Wraith King, aber das ist, glaube ich, nicht das, auf den sie gehen sollten. Titan, da ist der immer schöne Ravage, aber wieder das BKB-Timing von Shadowfiend, der hier vollkommen drin steht. Und ein nach dem anderen zerpoppt. Razor's down. Tidehunter wird mit dem Finger geholt. Schöner Dodge mit dem Manta. Aber trotzdem. Teamwork müssen scramblen und hier abhauen. Und genau zu der Zeit spawnt Roshan. Was natürlich wunderbar ist für Wheaties. Hierher sogar noch einen Roshan bekommen. Läuft prinzipiell die Beute direkt ins Maul. Konnten Teamwork nicht wissen, dass Wheaties da so wunderschön perfekt eigentlich stehen. Und ja, wenn sie die Ravage nicht auf Shadowfiend bekommen, ist prinzipiell nichts zu tun. MKB auch fertig für Shadowfiend, der wahrscheinlich denkt, dass Draw demnächst auf Butterfly gehen wird. Aber das wird sie nicht. Oder was ist sonst noch so für Channeling und zu unterbrechen? Eigentlich nichts. Weiß nicht ganz, wofür das MKB hier für Shadowfiend vorhanden ist. Crit, glaube ich. Also Crit macht mehr DPS für dasselbe Geld. Oder weniger. In dem Sinne. Kriegen hier eventuell die ersten Racks. Die Frage ist, ob sie fighten wollen. Ravage ist vorhanden. Zwar nur eine, aber egal. Triple Familiars sind vorhanden. Ja, und Shadowfiend kann das hier einfach stehen und Damage reinhauen. Aber jetzt BKB gepoppt. Mit dem Link hinterher. 80 Damage gestohlen und schöner Swap. Allerdings, zu greedy für... Ach Quatsch, zu greedy fürs BKB, ja. BKB-Usage nicht, weil man hat die Aegis. BKB wird angemacht. Schönes Requiem, was einiges in Damage macht. Ich würde schon sagen, Achtung, weil Line ist down. Aber es hilft nicht ganz. Kriegen hier auch noch die Venge. Draw Buyback. Mal schauen, ob sie was machen kann hier. Ach, tatsächlich kann sie was machen, denn Shadowfiend... Hat er einen Cheese gehabt? Kann sein, dass ihm Cheese gegeben wurden. Wenn ja, wunderschöne Plays.
Denn das war ein bisschen zu viel Leben dafür. Sehr, sehr langer Fight. Aber durch die BKBs kommen sie einfach nicht ran. Man hat nur einen Line bekommen in der Zeit, wo sie reingehen konnten mit der Ravage. Das hat nicht gereicht. Mit fürs Build Buyback versuchen sie nochmal unbedingt zu bekommen, aber eine Lane of Rex ist down. Fight Recap ist jetzt sichtbar. Wir sehen hier schon Damage vom Shadow Fiend. 4k Damage. Ups. Aus dem Bild raus. Ja. Einiges benutzt. Im Endeffekt natürlich großer Vorteil für die Wheelies. Eieiei. Team Wheels. Shadow Fiend. Der macht Zeit. Und die Aegis natürlich, die da einiges reingespielt hat. 6700 Gold. Mal schauen. Wahrscheinlich ein Crit. 13-2 mit 300 Last Hits nach 38 Minuten. Oh ja, oh ja. Was ist denn hier das GPM? Gold per Minute 700 für den Shadow Fiend. Eieiei, 25k Net Worth. Und Satanic wird es für den Shadow Fiend, der noch ein bisschen Leben braucht, kann ich durchaus verstehen. Wenn man auf die 2k Leben kommt. Auch noch BOTs. Und jetzt komplett 600 bis auf das Mech. Was natürlich noch wegkommt demnächst. Wahrscheinlich jetzt Power Jets oder Mech. Wahrscheinlich die Power Jets behalten. Ah, ne. Mech behalten. Upp. Das. Nein, die andere TP-Scroll. So. Und Smoke natürlich. Und ab dafür. Ah. Ich glaube, der letzte Hit war da ein bisschen viel. Aber egal. So wie es aussieht, könnte das ziemlich böse werden. Aber gut, Teamwork haben es gerochen. Guter Game Sense hier. Und ziehen sich zurück. Bei den 9 vielleicht nicht weit genug, doch. Ja. Ja, werden sie wahrscheinlich nichts finden. Doch, eine Draw hier. Haben sie einen Annihilate mit dem Razor gefunden. Ravage kommt raus. Schöne Ravage, schöne Doppel-Ravage auf Shadow Fiend, aber das bringt halt jetzt gerade wieder nichts. Mech war das übrigens, was den so hochgebracht hat. 1700 Leben mit dem Mech ist natürlich einiges. Und Draw ist wieder tot. Kein Buyback für Draw, die eben gebuybackt hat. Stun auf Razor, der hier eventuell down gehen könnte. Oh, passender Bash auf den Razor. Auch Razor ist jetzt down und das sieht mir ziemlich stark nach der zweiten Lane of Rex. Und wahrscheinlich ein GG aus. 40 Minuten. Zwei Lanes. Wraith King ist noch nicht gestorben. Dive hier den Fountain. Und GG von Annihilate. Ach, 40 Minuten. Verdient. Definitiv verdient. Für die Team 4W. Wheel, wheel, wheel. Überragendes Shadow Fiend Game. Shadow Fiend Gaming. Muss man einfach sagen. Wheel Wreck While Whistling gewinnen hier ihr Spiel gegen Teamwork. Makes Dreams Work. In dem Fall leider nicht. Das Teamwork hat funktioniert, aber der Shadow Fiend war einfach perfekt on time mit der BKB Usage. Und eigentlich der Omni Knight hat das Ganze gegen die Ravage geturnt. Von daher war das im Draft vielleicht ist mit dem Titan dann nicht so die perfekte Möglichkeit. Weil, ja, prinzipiell hat Omni-Knight und Shadow Fiend zusammen haben das Spiel hier gut entschieden. Nun gut, danke fürs Zuschauen. Ich mach mal kurz den Stream neu, um das Ganze mit dem Lex zu klären. Und dann sieht man sich im nächsten Spiel. Und zwar Union Gaming gegen E-Hack. Stay tuned.